Moin Leute, ich bin der Steffen, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute zu meiner ersten Folge von Klassen Setup. Ja, der Name ist nicht so kreativ, aber worum soll es so gehen? Eigentlich ganz simpel, manche kennen es auch als eine Art Loadout, so gesehen die Serie. Und zwar geht es einfach darum, dass ich meine Klassen vorstelle, die ich in bestimmten Situationen nutze. Das heißt, es ist anders im Loadout, das heißt, dass ihr euch nicht die Klassen wünscht, sondern nicht die Waffen wünscht, sondern dass ihr euch bestimmte Spielarten wünscht. Das heißt, so gesehen, wie hier der aggressive Washer, okay, es gibt keinen defensiven Washer, aber egal. Auf jeden Fall halt so Art Spielsachen oder der leise Assault, der leise Pionier, irgendwie solche Sachen. Halt solche klassenbasierenden Sachen, so situationsbasierendes und keine waffenbasierenden Sachen. So geht's da eigentlich. Und hier halt der aggressive Washer, wie ich halt beim Rush-Modus als Angreifer spiele, wenn ich wirklich richtig einen draufhauen will, wenn ich richtig nach vorne renne und wie ein blinder Idiot da teilweise rumrenne und dadurch auch ein paar Deaths kassiere, so ungefähr. Aber mir macht die Klasse wirklich viel Spaß, und zwar erstmal die F2000 mit dem Cobra-Visier, dem Frontgriff und dem Laserpointer. Ich habe mal zeitlang auch die AEK 971 für dieses Aggressivsein benutzt und ab und zu wechsle ich auch nochmal gerne hin und her, aber jetzt langsam tendiere ich doch zur F2000. Sie schießt zwar ein bisschen langsamer, hat 50 weniger Kugeln pro Minute in der Geschwindigkeit, dafür ist sie aber aus der Hüfte genauer und im Visier kann man sich schneller bewegen. Die ist halt im Bullpup-Design, das heißt, man kann aus der Hüfte halt genauer schießen und wenn man im Scope ist und dann so läuft, ist man schneller, als wenn man halt eine Waffe hat, die nicht in diesem Bullpup-Design ist. Bullpup ist halt, wenn das Magazin weiter hinten ist, so gesehen. Man kann dadurch einfach aggressiver spielen. Wenn ich halt direkt einen Gegner vor mir ist, kann ich einfach niedersprayen. Und das ist halt bei manchen anderen Waffen, die nicht dieses verbesserte Hüftfeuer haben, oder Präzision aus der Hüfte, da ist dann manchmal ein bisschen schwieriger. Deshalb kann man wirklich schon richtig schön aggressiv mit der F2000 spielen. Auch wenn die Nachladezeit so ein bisschen daneben hängt und vielleicht ein bisschen zu lang ist. Aber dann geht man halt kurz in Deckung und dann rennt man weiter nach vorne, so ungefähr. Zu den Aufsätzen. Der Frontgriff sorgt dafür, dass die Streuung erhöht wird. Und wir haben auch keinen schweren Lauf. Das heißt, die Streuung ist schon relativ hoch. Das heißt, man hat schon wirklich einen starken Verzug der Kugeln, so gesehen. Aber halt, da hilft ganz einfach relativ kleine Bursts auf mittlere Distanz eingeschnuppt. Kurze Distanz kam vielleicht noch etwas längere Bursts oder vielleicht auch Dauerfeuer, vielleicht auch aus der Hüfte schießen. Man hat ja so eine gute Präzision aus der Hüfte. Aber schon auf der mittleren Distanz muss man anfangen, so ein bisschen diese Burst einzeln mit der Maustaste zu tippen oder mit dem Controller. Weil die Waffe sonst nicht mehr als viel trifft. Aber ohne Frontgriff ist der Rückstoß einfach krass. Der Rückstoß, der ist schon relativ stark auf jeden Fall. Ist auch nicht so unbedingt einfach zu kontrollieren. Da ist der AEK-Rückstoß zum Beispiel wesentlich einfacher zu kontrollieren. Da braucht man eigentlich gar keinen Frontgriff unbedingt. Aber bei der F2000 würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Und halt den schweren Lauf nehme ich halt nicht, weil halt dann die Präzision aus der Hüfte halt gesenkt werden würde und dann haben wir halt unseren Effekt mit dem Bullpup-Design eigentlich wieder zerstört. Das wäre ja irgendwie Schwachsinn so ungefähr. Halt ist aber auch den Laserpointer, kann ich so ein bisschen mehr Spray and Pray aus Kurzdistanz machen, aber auch Schießen aus der Hüfte muss man teilweise im Burst machen, weil das Fadenkreuz wird ja bei jedem weiten Schießen, jede weiteren Kugel so gesehen, wird es ja breiter. Und wenn ich halt die Geschosse aus der Hüfte in Burst schieße, bleibt das Fadenkreuz also kleiner und hat mehr Kugeln treffen. Das Cobra-Visier kennt man ja, bietet ein großes Sichtfeld, gefällt mir sowieso am meisten. Es gibt eigentlich kein Visier, was noch mehr Sichtfeld bietet, außer vielleicht teilweise bei manchen Waffen das Ironside. Bei der F2000 geht das, aber ich finde das Cobra dennoch besser. Deshalb Cobra, Frontgriff, Laserpointer, dann habt ihr einfach eine relativ offensive Klasse, mit der ihr einfach offensiv die Gegner einfach umloggen könnt, so ungefähr. Ihr könnt einfach auf die zurennen und einfach mal sprayen, das macht einfach mal Bock. Man kassiert vielleicht mal ein, zwei Tote mehr. Aber ich finde, es macht schon wesentlich mehr Spaß und ihr kommt dadurch auch relativ schön zur M-Com hin. Dann zu der Sekundärwaffe. Ich würde einfach sagen, mit der ihr am besten seid. Das ist immer dort so Sache. Einer mag die 93R am liebsten, die andere der G18, die M1911, die Magnum, die Rex und so weiter und so fort. Ich würde sagen, sonst die 93R wäre nicht schlecht, weil sie halt richtig stark ist im offensiven Bereich, kann halt in Burst immer, ist eine Burstwaffe, schießt also auch auf Distanz, trifft man mit der auch im Gegensatz zur G18. Wenn man die Burst richtig setzt, ist ja auch im Nahkampf relativ krass. Deshalb finde ich die 93R sonst am besten. Ich habe hier trotzdem die Magnum dabei, weil ich mag Magnum einfach. Ist zum Spielen teilweise, ja, ist halt Übungssache. Nicht jeder kann sofort mit einem Magnum rumschießen. Manchmal baller ich auch die besten Schüsse daneben. Fail ich ab und zu auch. Ist einfach so. Gut, aber der Magnum ist also, die hat einen Vorteil noch, dass sie Artemien kaputt schießen kann. Das ist teilweise gar nicht so schlecht. Habt ihr vielleicht auch irgendwie in einer Gameplay-Abschnitte gesehen, dass ich dort mit der Magnum eine Artemien kaputt geschossen habe. Halt wichtig, dann kann der Humvee hier auf Dauer Van Peak einfach mal durchrattern. Auf jeden Fall sehr praktisch. Zu den Gadgets. Ja, ich würde sagen, das Medikit ist eigentlich eine gute Sache. Kann man sich offensiv einfach heilen, weil wenn man halt offensiv einen abkriegt, einen Schuss, hat kein Medikit dabei, dann
muss man schon lange warten und dann war es das mit dem Offensiveffekt, da sind die Gegner schon längst wieder gespawnt, so ungefähr. Deshalb muss man aufpassen, also das ist schon wichtig. Der Defibrillator ist ja klar, es gibt keine andere Variante als der Defibrillator. Aber sonst, ihr könnt ja auch einen M320 und M320 Rauch könnt ihr trotzdem mitnehmen, halt, wenn die Situation passt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel halt hier auf Dorf an Peak diese Mauern habt, mit M320 durchballern und einfach mal einen anderen Weg probieren, ist einfach perfekt. Da ist M320 gut. Oder auch Camper rauszuschießen zum Beispiel oder auch irgendwas anderes zu säubern. Auch die Artemin wegsprengt C4. M320 kann relativ viel. Halt Rauch natürlich zum Verdecken, zum Flankieren, zum Waschen von der Seite so ungefähr. Wenn ihr, oder eigentlich auch vom direkten Waschen, geht auch. Ihr haut einfach den Rauch durch. Ihr wisst ja, dass der Gegner lauern werden. Ihr sprintet durch und dann, ja, wenn ihr so den Gegner schon leichter kennt, könnt ihr den einfach aus der Hüfte wegsprayen so ungefähr. Ihr habt eine hohe Vollrate, ihr habt eine gute Präzision aus der Hüfte. Da ist das schon manchmal relativ gut getan. Also man muss nicht nur das Medikit nehmen, aber ich würde es dann doch am meisten empfehlen. Bei den Spezialisierungen entweder dem Team anpassen oder wenn halt, also den Teammates, den Squadmates anpassen. Wenn diese aber nichts Taugendes haben, dann Sprint. Also Sprint ist halt noch schneller, 10% müssen schneller sein. Hilft dem Offensivsein schon, ansonsten halt Schutz macht es auch mal ganz gut. Oder auch Magazine, da die F2000, wenn man viel aus der Hüfte schießt, relativ schnell leer sein kann. Also Sinn der Klasse ist einfach, sie soll offensiv sein. Man soll zu MCOM rennen oder einfach an der Front bleiben. Manchmal können ja auch die anderen legen, das ist ja egal eigentlich. Solange die MCOM gelegt ist, ist es egal, wer es getan hat. Und halt, ihr sollt einfach offensiv damit mithelfen können oder irgendwelche Positionen sichern können, die man einfach mal durchrusht, euch so gesehen schon fast opfert. Vielleicht belebt euch ja einer wieder. Dann ist es halt so ein bisschen die risikoreiche Klasse. Ihr könnt halt, ihr kassiert dadurch wirklich schon mehrere Tode, aber ihr erhöht dadurch vielleicht auch eure Punkte pro Minute, weil ich finde, die F2000, wenn ich so spiele, habe ich am Ende einer Runde mehr Tode, als wenn ich eine M16 nutzen würde. Aber ich habe meistens wesentlich mehr Punkte pro Minute, weil man dadurch einfach viele Assists auch kriegt, weil man einfach mal durchballert, bisschen Niederhaltung, bisschen Hilfe bei Kill. Man ist offensiv dabei, liegt eine M-Com, keine Ahnung, liegt Medikits an der Front. Also auf jeden Fall, ich finde die Klasse zum offensiven Rushen, macht sie Bock, kann ich nur empfehlen. Und ja, hoffentlich hat es euch gefallen, man sieht sich beim nächsten Video. Haut rein, Leute. Ciao.